Von diesem jungen Mann hier könnten wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger. Gut, Rüdiger. Liebe Mullen, liebe Kasper, schön, dass ihr wieder da seid. Heute zu Folge 7 von Reinis Podcast, in dem er von seinem Leben erzählt. In der letzten Folge ging es ja um Reinis Zeit mit besonderen Menschen, auch um seine Zeit in der Behindertenwerkstatt. Vorher hat er uns schon erzählt von seiner Schulzeit, die erste und zweite Klasse, die 3 Jahre für ihn dauerte, dann die Zeit in der dritten Klasse und 3,5. Klasse, was dann auch eine halbe Ewigkeit für ihn dauerte. Heute sind wir dran mit der Titel heißt meine Schulzeit von der 7. bis 9. Klasse, also 7. bis 9. Klasse. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein, schauen wieder bei Spiegel Lord Römisch 18 und los geht's. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen am Drachen. Okay. Gott, Reini, wo kommst du denn auf einmal her? Ich dachte schon, mal wieder was ohne Kamera. Es gab wieder technische Probleme oder ähnliches. Nein, und wie durch Geisterhand erscheint er. Heute geht's in der Folge 7 um meine Schulzeit von der 7. bis zur 9. Klasse. Reini, du hast doch schon im letzten Video erzählt, ich weiß nicht, ob er die hintereinander aufgenommen hat, aber ihm ist aufgefallen, dass er mal wieder was mit seinen Haaren machen sollte. Sie sollten mal wieder geschnitten werden. Möglichst von einem Profi, einem Friseur, nicht von ihm selber mit der Bastelschere. Auf jeden Fall ist es nichts besser geworden. Gut, er trägt auch noch das gleiche Polo. Das heißt aber auch nicht viel bei ihm, wissen wir ja. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich so drüber nachdenke. Was ist nicht so schlimm? Das mit den Beinen? Ich weiß es nicht. Komm auf den Punkt. Man muss jetzt dazu sagen, die Schulzeit zwischen der 7. und der 9. Klasse habe ich natürlich am bewusstesten wahrgenommen, heute noch. Dani, was machst du da? Juckt es dich? Stelle merken, waschen. Es hilft. Meine Nase juckt. Die Schulzeit zwischen der 7. und der 9. Klasse nehme ich heute noch als am bewusstesten wahr. Weil du immer noch irgendwo da bist? Reini, du erinnerst dich am besten, weil es am nächsten dran ist. Im Gegensatz zu denen, die schon länger her sind, oder? Wir haben ja mitbekommen in den letzten Podcasts, Reini wurde nicht immer alles erzählt. Zum Beispiel, als er in der 3. Klasse pappen geblieben ist, haben die Klassenlehrer und die Eltern ihm erzählt, er kommt jetzt in die 3,5. Klasse. Ob ihm schon mal jemand gesagt hat, dass man Videos auch schneiden kann? Dass man nochmal von vorne anfangen kann, wenn man halt Probleme mit seiner Nase hat? Anscheinend nicht. So, meine Schulzeit zwischen der 7. und der 9. Klasse nehme ich heute natürlich noch am bewusstesten wahr. Einfach, weil das natürlich die Zeit ist, wo ich dann schon alt genug war und auch jetzt noch nicht so lange her ist im Vergleich zu den ersten 6 Jahren meiner Schulzeit. Und man muss dazu sagen, mein Jahr in der 7. Klasse fing schon mal richtig geil an. Ja, ist doch schön. Richtig rein, richtig Gas gegeben, gelernt, Klausuren bestanden. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ich bin zu dem Zeitpunkt 14 gewesen, war also zu dem Zeitpunkt auch strafmündig. Okay, es geht anscheinend nicht um die Zensuren. Und ich hatte ja mein Leben lang in der Schule das Problem, dass ich gemobbt wurde. Nein, Reini, du wurdest in der Schule gemieden. Du warst der Typ, der mit dem Gameboy und Kopfhörern irgendwo in der Ecke saß und halt nichts mit den anderen gemacht hat. Du wurdest einfach gemieden. Und etwa ein Viertel oder ein halbes Jahr nach Schulbeginn hat mir ein Mitschüler, also die Story habe ich schon mal erzählt. Ja, sie kommt mir sehr bekannt vor, deswegen überlege ich auch, ob ich mal die Opferrolle raushole. Es kann nicht schaden, aber ich würde Reini trotzdem erstmal weitererzählen lassen. Reini, ja, komm, mach erstmal. Hat mir ein Mitschüler einen ungefähr so dicken Schulmappenordner über den Schädel gezogen. Ein Schulmappenordner. War es jetzt eine Mappe oder war es ein Ordner? Das eine ist recht weich, das andere ist aus Pappe. Jetzt auch nicht übermäßig hart. Ich glaube, ja, bei dir auf der Schule, da gab es Kinder mit Lernbehinderung, da gab es mit Sicherheit auch Kinder, die verhaltensauffällig waren. Kann sein. Als ich mich hingekniet habe,
um was aufzuheben, was runtergefallen war, weil er da drauf getreten war, habe ich ein Stück weggeschubst. So. Also So wie Reini halt ist. Immer gefühlvoll. Nett. Höflich. Ich meine, der andere mag jetzt irgendwie da drauf gelatscht sein. Vielleicht aus Versehen, vielleicht mit Absicht. Sagt Reini ja nicht. Und Reini hat ihn dann ganz dezent zur Seite geschubst. So wie Reini halt ist. ich schub sie ein Stück weg, sag, passt doch bitte auf. Bitte. Also, wir wissen ja, bitte ist eines von Reinis Lieblingsworten. Wir kennen das ja auch. Wenn Reini zum Beispiel sagt, ich habe den Hatern höflich gesagt, dass sie weggehen sollen, wenn es dann einen Mitschnitt davon gibt, wie er das höflich gesagt hat, dann muss ich sagen, habe ich da eine ganz andere Wahrnehmung oder ich verstehe das Wort höflich einfach anders. Es gibt Worte, die tauchen eigentlich gar nicht in meinem Wortschatz auf, die benutzt Reini dabei. Knie mich nieder und in dem Moment, wo ich hilflos bin, zieh dir mir so einen dicken Schädel, dicken Ordner über den Schädel. Hilflos. Gott, der arme Reini. Ja, jetzt hast du einen, du hast ihn weggeschubst, also, und er hat dir jetzt den Ordner auf den Kopf gehauen. Ob das jetzt bleibende Schäden verursacht hat, ob das irgendwie, ja, dauerhaft Probleme hinterlassen hat, können wir natürlich heute auch nicht sagen. Ich bin ja auch kein Arzt, keine Ahnung. Man muss dazu sagen, ich bin anderthalb Köpfe größer gewesen als der, weil ich war schon immer richtig riesig und der Typ war relativ klein. Er war schon immer richtig riesig. Reini hatte erzählt in einem der letzten Podcasts, dass die Kinder, die vier Klassen über ihm waren, ein Jahr älter waren. Reini hat auch erzählt, dass die ersten zwei Schulklassen 3 Jahre gebraucht haben und er nach der dritten erstmal in die dreieinhalbte Klasse kam. Zusammen mit den Schülern, die vorher in der zweiten Klasse waren. Also warum Reini ein bisschen größer war als die anderen Kinder, lag vielleicht einfach daran, dass er 3 Jahre älter war. Nein, ich bin aufgestanden, pack ihn am Hinterkopf, drehe mich rum, hinter mir war der Tisch und drücke ihn mit dem Kopf auf den Tisch. Ich habe ihn nicht geschlagen, sondern ich habe ihn nur draufgedrückt. Das ist im Prinzip so. Und Also Reini hat vorhin höflich gesagt, pass doch mal auf, hat ihn etwas sanft zur Seite gedrückt und hat seinen Kopf jetzt, hat ihn irgendwie im Nacken an den Haaren gepackt und hat sanft auf den Tisch gedippt. Sagen wir es mal so. Der Typ war eigentlich auch ziemlich pff, aber Also, ja, kennt man von anderen, die auch auf der Schule waren, die ich jetzt kenne. wenn man so bedenkt, war er eigentlich recht clever. Er hat sich nämlich umfallen lassen. Ich habe ihn auf den Tisch gedrückt und habe gesagt, ey, wenn du das nochmal machst, ne, dann haue ich richtig zu. Dann habe ich ihn losgelassen, habe mich umgedreht, habe mein Zeug weiter erledigt, weil ich mir nichts mehr dabei gedacht habe. Sein Zeugs erledigt. Also wuselt, gewerkelt, was im Garten gemacht, die Wohnung aufgeräumt, das Übliche halt. Wir kennen das. Und was ist passiert? Der Typ ist hergegangen und hat dann schreit ein Mädchen hinter mir seinen Namen und er fällt um. So, ich drehe mich um, ich sehe gerade noch, wie er umgekippt ist. Ja, und ich war ja gerade erst 14. Das heißt, ich habe erstmal eine richtig schöne Anzeige bekommen. Die ganze Anzeige. Ja, wegen Körperverletzung wahrscheinlich, Reini. Das ist ja nicht die erste. Und wurdest du verurteilt? Bekommen, habe dann Probleme damit bekommen, durfte mich dann darüber ärgern, durfte dann darüber mit dem ewig rumeiern. Musste dann ein Anti-Gewalt-Training oder irgendwas Vergleichbares machen, ich weiß gar nicht mehr. Ja, Reini, du musstest später auch mal ein Anti-Aggressionstraining machen. Das hast du aber nicht besucht. Wie war es denn bei diesem Kurs, bei diesem Anti-Gewalt-Training? Warst du mal da? Man hat nämlich nicht gef das Gefühl, was, dass du da warst. Gewalt ist für dich ein völlig normales Mittel. Und ich kaufe dir das auch nicht ab, dass du ihn da sanft auf den Tisch gehauen hast. Wenn du mir vorher erzählst, du hast höflich gesagt, dass er zur Seite gehen soll, nachdem irgendwas runtergefallen ist von dir. Wie du halt höflich agierst, wissen wir. Und wenn du genauso deinen Kopf sanft auf den Tisch gehauen hast, wie du höflich agierst, wirst du seinen Kopf einfach da drauf gehämmert haben. Komischerweise ist er umgekippt, dieser 3 Jahre jüngere Mitschüler. Was das genau war, irgendwas Vergleichbares war da jedenfalls mal. Da wurde geprüft, ob ich aggressiv bin. Das wurde damals, glaube ich, schon dementiert. IQ-Test wurde, glaube ich, damals nicht gemacht, aber irgendwelche Sachen wurden damals gemacht. Und Irgendwelche Sachen.
So Ding halt. Das ist alles nicht ganz so einfach gewesen. Auf jeden Fall ist es letzten Endes so, dass dann, boah, aber ich juckt wieder alles, obwohl ich erst geduscht habe. Gut, Haare habe ich jetzt nicht gewaschen, die waren gestern dran. Obwohl ich gerade erst geduscht habe. Haare habe ich aber nicht gewaschen. Reini, warum geht man denn duschen und lässt dann die Haare weg? Ich gehe unter die Dusche und wasche dann einfach meinen ganzen Körper. Du hast ja auch nicht solche Haare, dass die 3 Wochen brauchen, um zu trocknen. Ja, also im Prinzip ist es ja so, dass dieser ganze Quatsch hin und her geeier und so weiter. Hast du gerade irgendwie ein bisschen den Faden verloren? Beim ganzen Gejucke auf deinem Kopf und erzählen, wann du dich das letzte Mal geduscht hast? Kann das sein? Es ist letzten Endes alles ziemlich schwierig gewesen. Letzten Endes, ja, sehr, sehr schwierig. Besonders halt, wenn man gewalttätig gegenüber seinen Mitschülern ist. Das kommt nicht gut an. Weder bei den Mitschülern noch bei den Lehrern. Auch die Eltern sind meistens nicht begeistert. Weil ich war 18, ich war gerade 14, ich hatte gerade die Strafmündigkeit bekommen. Und ja. Reini, wenn du da nichts gemacht hättest und er hätte nur geschauspielert, wäre das auch recht egal gewesen, ob du eine Anzeige bekommen hättest, die wäre fallen gelassen worden. Es muss ja irgendwie nachgewiesen werden, dass es da irgendwas gab. Und wenn du nichts gemacht hättest, wäre da auch nichts passiert. Ja, im Prinzip, obwohl ich zu dem Zeitpunkt 6, nee, Entschuldigung, 8 Jahre lang gehatet wurde, gemobbt wurde, angegriffen wurde. Ach so, er wurde da schon gehatet. Da waren auch schon die Hater da. Die waren dann nicht vorm Tor, die waren dann in seiner Klasse. Und haben sich dann fallen lassen, damit er Ärger bekommt. War ich wieder der Arsch, weil ich in dem Moment einfach die Beherrschung verloren habe. Ach so, gerade hat er noch gesagt, er hat ihn nur vorsichtig auf den Tisch so gedippt und ja, das sehr kontrolliert gemacht. Und jetzt hat er auf einmal die Kontrolle verloren. Reini, da ist ein Widerspruch. Das beißt sich erwängen, würde Herr Müller sagen. Und ihn gepackt habe. Der Witz ist, es hat dann geheißen, er hätte ein Schleudertrauma, er hätte. Ja, das denkt man sich aber auch nicht einfach aus. Da geht man zum Arzt und der muss das dann irgendwie diagnostizieren. Also, Reini, wie gesagt, es beißt sich ein wenig. Es wird Zeit für die Opferrolle, weil du ja der arme Unschuldige bist, der nichts getan hat und der andere hat ja böse, böse geschauspielert und dich ausgetrickst. Ich weiß gar nicht, was er alles haben wollte. Der hatte aber nicht einmal, hatte nicht einmal einen roten Flecken auf der Stirn. Ja. Ja, er hatte ein Schleudertrauma. Es ist völlig egal, ob er dann noch einen roten Fleck auf der Stirn hat. Das Schleudertrauma hat man meistens nicht auf der Stirn, Reini. Wenn ich den wirklich mit aller Gewalt auf den Tisch gehauen hätte, dann wäre der Tisch durchgebrochen, ist der Schädel weggebrochen und er hätte mehr als nur einen roten Fleck an der Stirn gehabt. Aber der hatte nicht mal einen roten Fleck. Ja, Reini. Und jetzt ist er mal wieder in seiner Parallelwelt, in seiner Manga-Welt, wo er 5 Leute mit einem Schlag umhauen kann und wenn er jemanden Kopf auf einen Tisch haut, dann bricht der Tisch und der Kopf zermatscht und weiß der Henker was. Es ist, ja, man kann es sich nicht ausdenken. 2 Tage später haben wir den getroffen. Dann mussten wir dann zum Landratsamt nach Neustadt. Dann haben wir den getroffen, dann mussten wir den machen. Meine Mutter hat dann auch im Nachhinein gesagt, das ist doch Blödsinn, der hat doch nicht einmal einen roten Fleck an der Stirn. Ja, genau, der hat deine Story da, er. Sie hat deine Story dann aufgegriffen mit dem roten Fleck. Genau. Reini, er muss irgendwas vom Arzt gehabt haben, wenn da irgendwas mit einem Schleudertrauma war oder sonstiges. Da ist es völlig egal, ob da ein roter Fleck war. Das Ganze wurde dann Gott sei Dank außergerichtlich geregelt, wobei ich im Nachhinein eigentlich immer denke, eigentlich hätte man das gerichtlich regeln müssen, weil der hatte letzten Endes eigentlich nichts bekommen und hat mir im Prinzip ja erstmal wehgetan. Und es wurde von einem anderen Schüler übrigens auch bestätigt. Also irgendwie, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand anders hat gesagt, dass der mir einen Ordner über den Schädel gezogen hat. Also war ich sogar noch in der Reaktionssituation. Die Reaktionssituation, das ist, ich weiß nicht, in welcher Welt das ein juristischer Fachbegriff ist, aber anscheinend in Reinis. Das ist ja im Prinzip, wenn man halt innerhalb von, wenn man geschlagen wird und innerhalb von einer bestimmten Zeit zurückschlägt, dann gilt es als Reaktion. Nein, einfach nein. Es ist völliger Unsinn, was du da wieder erzählst. Es gibt nicht sowas, dass man was in bestimmten Zeiten muss. Man kann im Affekt handeln, ja, das ist wirkt sich meistens strafmindernd aus, wenn man das gemacht hat, aber es ist einfach nur eine billige Ausrede in diesem Fall. Und
und ist, glaube ich, strafrechtlich sehr milde oder weit milder abgesegnet als zum Beispiel jemand, der einem anderen aufs Maul haut. Gut, was du auch schon gemacht hast oder versucht hast, wo dir selber mal irgendwie einen Stock ins Gesicht gehauen hast. Reini ist halt immer, wenn die anderen kleiner sind als er, ist er immer unterwegs, immer auf Randale aus. Ich meine, diesen hat er ja auch angegriffen, wo er sagt, er wäre ein Kopf größer gewesen. Kein Wunder, Reini war wahrscheinlich 3 Jahre älter. Und vor der Schanze war es genauso. Wenn da der Bodybuilder vorm Tor stand, da blieb Reini schön hinter dem Zaun, hat von da aus gebrüllheult und beleidigt. Wenn da irgendwelche kleinen Kuchenkinder rumliefen, irgendwelche 16-Jährigen, dann kam Reini raus und wollte sich prügeln. Ja, so an und für sich ist es so gewesen, dass die ganzen letzten Situationen, die dann da so in der Schule weiter passiert sind, ich bin natürlich dann erstmal wieder der Arsch gewesen, weil das Geile ist nämlich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ich bin immer der Arsch gewesen, der am Rumholen ist. Dann habe Ja, das hast du schon mal erzählt. Du hast erzählt, als Kind hast du immer sehr viel geheult. Reini, wir kennen dich. Du heulst heute immer noch sehr, sehr gerne. Du bist nah am Wasser gebaut. Dass du in der 7. und bis 9. Klasse dann wahrscheinlich auch viel geheult hast, liegt auf der Hand. Ja, aber dann so auszutillen und irgendjemand anders so zu vermöbeln, dass er ein Schleudertrauma hat, ist vielleicht nicht die beste Reaktion. Vielleicht mal so ein Mittelding zwischen heulen und alles kaputtschlagen. habe ich mal zugeschlagen. Man hätte eigentlich meinen sollen, alle hätten dann gesagt, oh Scheiße, na, wir lassen den lieber in Ruhe, er hat jetzt nämlich echt die Schnauze voll, wenn man ihn weiter ärgert, dann kriegen wir aufs Maul. Nee, Reini, die halten dich dann für den armen Irren, der sich nicht unter Kontrolle hat. Du bist jetzt nicht nur der komische Junge, der immer am Rand sitzt und nie was mit anderen macht, sondern der komische Junge, der am Rand sitzt, nie was mit anderen macht und seine Mitschüler verprügelt. Das kommt nicht gut an. Nö. Nö. Im Gegenteil. Es sind stattdessen 20 Leute, 30 Leute auf mich losgegangen, die gemeint haben, was soll das? Und haben im Prinzip genau die gleiche Scheiße wie vorher gemacht, nur schlimmer. Ja, Reini, das war doch klar, dass das nicht gut ankommt. Das hast du aber bis heute nicht gemerkt. Du glaubst ja, wenn du irgendwie kleinere anpöbelst oder sowas, dass man das als Zeichen deiner Stärke sehen würde. Nee, das ist doch einfach nur armselig. Das Ganze ging dann die ganze 7. Klasse über. Und in der 8. Klasse, wir hatten ursprünglich 2 7. Klassen, eine Lehrerin und ein Lehrer. Und in der 8. Klasse haben die dann zusätzlich aus der 6. Klasse dann Leute von der 6. in die 8. Klasse überspringen lassen. Also die haben die 7. Klasse übersprungen. Unter anderem war das auch der, der vorher mit mir in Dietersheim war, der sitzen geblieben war. Der dann doch noch eine Klasse übersprungen. Also war er wieder mit mir in der Schule und wieder mit mir in der Klasse. Und die Typen sind dann. Bist du sicher, Reini, dass du nicht einfach wieder in die 7.5. Klasse gekommen bist und der Typ ganz normal dann aufgeholt hat? Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Weil das dann sehr viele Leute einfach mal Klassen überspringen. Gerade in der Schule für Leute, die Lernbehinderungen haben, ich kann es mir schwer vorstellen. Quatsch, die Typen, die Schüler sind dann alle zusammen nochmal in die Schule gekommen mit der 8. Klasse, da waren wir dann aber mehr Schüler. Und dann wurde gesagt, ja, man darf da und dahin in die Klasse. Das Geile ist, wir mussten damals dann in der 7., irgendwann in einem Unterricht, mussten wir in der Unterrichtsstunde mal zusammenschreiben, mit wem wir gerne in der Klasse wären und wer gerne in eine andere Klasse möchte. Und Reini, du wirst es nicht glauben, aber du warst wahrscheinlich bei allen Lehrern, bei der Schulverwaltung, wie auch deinen Mitschülern nicht sonderlich beliebt. Und auch bei den Menschen, die das jetzt zu entscheiden hatten, in welche Klasse du denn gerne gehen würdest und mit wem. Die haben dich wahrscheinlich dahin gesteckt, wo du am wenigsten Blödsinn machen konntest. Und ich habe damals gesagt, ich möchte in der Klasse bleiben, weil ich mochte eigentlich den Lehrer, der mochte mich aber ab dem Zeitpunkt gar nicht mehr, nachdem ich dem Typen aufs Maul gehauen habe. Das ist auch. Komisch, richtig verwunderlich, dass Lehrer Schüler nicht mögen, die Stunk machen, die Ärger machen, die andere Schüler körperlich angreifen. Das kann Reini aber überhaupt nicht verstehen. Er ist doch das arme Opfer. Auch richtig geil gewesen.
Bin dann sofort in seinem Ansehen komplett auf null gefallen. Im Gegenteil, ich hatte dann sogar Minuspunkte bei ihm, so wie ich das beanstandet hatte, gesehen hatte. Ja, minus 50 Punkte bei Wingeldor. So ist das nun mal, wenn man Mitschüler schlägt. Weil ich mit dem Lehrer hatte ich mich vorher eigentlich immer super verstanden. Der war vorher immer auf meiner Seite und dann hat er mich im Prinzip komplett im Stich gelassen. Im Prinzip könnt ihr... Er hat ihn im Stich gelassen. Ja, Reini. Mein Gott, du arme Sau. Du bist aber auch immer so missverstanden. Da hast du nur mal den Kopf eines Mitschülers auf den Tisch gehauen und schon waren alle wieder gegen dich. Ach, du arme Sau. Das könnt ihr euch im Prinzip so vorstellen. Ich weiß nicht, wer von euch den Anime Assassination Classroom kennt. Hier, ich nicht. Reini, nein, nicht alle anderen gucken Mangas. Vergiss es, keine sinnlosen Vergleiche. Da gibt es ja den Tama-kun. Weiß der ich Tama nicht. Ist ja auch so, dass er einen Lehrer hatte und dann hat er irgendetwas angestellt und dann wurde der Lehrer, der war vorher voll sein... Was hat er denn gemacht? Mitschülerinnen belästigt, die Schule angezündet. Danach mochte ihn der Lehrer nicht. Konntest du gar nicht verstehen, oder? Kumpel und so. Oder kam voll gut mit dem Lehrer klar, weil er auch Noten geschrieben hat und alles. Und dann hat der Lehrer zu ihm gesagt, ich werde immer für dich da sein, solange du im Recht bist. Und dann hat er einen extrem guten Schüler, weil der sich daneben benommen hat, aufs Maul gehauen. Und dann hat der Lehrer gesagt, was soll das? Dann der Lehrer hat sich total daneben benommen und hat... Ach so, ja, der Lehrer hat sich total daneben benommen. Reini, man kann seine Konflikte in der Schule auch austragen, ohne andere zu verprügeln. Aber irgendwie scheinst du das ja nicht zu verstehen. Hat dann im Prinzip zum Falschen gehalten, das war bei mir damals auch so. Und ab dem Zeitpunkt ist... Es ist unfassbar, Reini baut hier Parallelen zwischen einem Manga und seiner Schulzeit. Oder einem Anime. Er versteht überhaupt nicht, was die reale Welt ausmacht. Es ist der Wahnsinn. Der Lehrer für ihn einfach gestorben gewesen. Und im Prinzip kann man sich das ungefähr so vorstellen. Ja, war das bei dir auch so? Warst du auch der gute Schüler, der total beliebt war, weil er so tolle Noten hatte? Reini, du hast einen Mitschüler verprügelt. Verstehst du das nicht? Ja, guck nicht so komisch. Oh, es ist wirklich der Wahnsinn. Wie wenig selbstreflektierend kann man denn sein, Reini? Das ist ein guter Vergleich eigentlich. Wenn Nein, es ist nicht. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Es ist eine Katastrophe, wenn du glaubst, du kannst irgendwelche Geschichten aus Mangas mit deinem Leben gleichsetzen. Dann lebst du nämlich in einer Parallelwelt und kriegst nichts in deinem Leben auf die Kette. Über nachdenken. In der 9. Klasse, in der 8. Klasse hatte ich dann unseren ehemaligen Direktor. Also der ist dann in der 9. Klasse, der hatte sein letztes Jahr in der Schule, der ist dann in der 9. Klasse dann gegangen. Und wir hatten in der 8. Klasse dann einen anderen Lehrer. Im Prinzip hatten wir zwei Klassenlehrer. Wir hatten die Vertrauenslehrerin als Lehrerin und den Direktor als Lehrer. War eigentlich cool, weil es war ein echt netter Mensch. Sie mochte ich nicht unbedingt so gerne, obwohl ich mit ihr vorher auch gut ausgekommen bin. Aber das war im Prinzip eine ähnliche Story. Die kam mit dem Lehrer aus der 7. Klasse auch irgendwie gut zurecht. Und dann haben die beide irgendwie keinen Bock mehr auf mich gehabt. Und ja, die haben sich gegen dich verschworen. Es konnte ja nicht sein, dass sich das irgendwie rumgesprochen hat in der Schule, dass du andere Kinder vermöbelst. Ich verstehe es auch nicht. Also, er ist immer das Opfer. Egal was passiert, er kann andere verprügeln, schuld sind noch die anderen. Der andere hat ja provoziert und sich fallen gelassen. Der ist ja in Wirklichkeit schuld. Ich habe gemerkt, kennt ihr das, wenn euch ein Mensch anschaut und ihr wisst genau, dieser Mensch verachtet euch? Ja, Reini, ich glaube, dass du diesen Blick andauernd siehst. Bei allen Menschen so ziemlich. Egal, ob es Herr Müller ist, ob es wahrscheinlich deine Verwandten wären, die dich aber gar nicht mehr zum Glück sehen müssen. Die müssen dich ja nicht nur noch aus der Ferne ertragen, weil du die ja auch alle von dir abgestoßen hast. Die Hater, die vor deinem Tor stehen, die gucken dich alle so an. Ich denke auch, dass die Staatsanwältin und die Richterin dich damals so angeguckt haben. Ja, die sehen halt, was du für ein Mensch bist. Genau das war einfach deren beiden Blick ab dem Zeitpunkt. Obwohl man eigentlich dazu sagen muss, man hätte doch eigentlich sagen müssen, ja, was holst du jetzt da unten rum, steh auf und mach dein Zeug, weil das bist du blöd oder was? Du gehst ja 10 Jahre lang los und jetzt kriegst du mal was Small und jetzt holst du da unten rum. Das ist Reinis Sichtweise. Alle hätten sich sofort hinter ihn stellen müssen, weil er ist doch das arme Opfer. Und jetzt hat er sich nur verteidigt, wie immer. Wie später auch. Reini ist das Opfer. Er wehrt sich nur.
Hätte ich als Lehrer gemacht, ganz ehrlich. Ja, Reini, aber um Lehrer zu werden, muss man studieren. Und davon bist du halt ziemlich weit entfernt. Du hast nicht mal einen Hauptschulabschluss hinbekommen. Du kannst froh sein, dass sie dich nicht von der Schule geschmissen haben. Aber wo hättest du denn danach hingehen sollen? Es gibt in Deutschland Schulpflicht. Da hätte dich vielleicht noch in die Baumschule stellen können, aber das ist selbst in Franken nicht möglich. Und ich kenne auch ein, zwei Lehrer aus der Schule, das auch solche, die wären auch so gewesen. Die hätten gesagt, naja, du willst den seit Jahren auf den Sack gehen und jetzt holst du da unten rum. Steh auf und mach deinen Scheiß fertig. Genau, Reini. So sind die Lehrer wahrscheinlich auf dieser Anstalt gewesen. Da, wo es verhaltensauffällige Kinder gibt, die sagen, ja, stell dich nicht so an, hast du schon verdient, dass du jetzt einen auf die Mappe bekommen hast. Bestimmt wird es ja so gelaufen sein. Nee, es wurde Krankenwagen gerufen. Ja, und ich wurde dann in die andere Klasse verschoben. Einfach, weil der Lehrer mich nicht mehr mochte und weil vermutlich alle aus der Klasse gesagt haben, rein heraus. Ja, wahrscheinlich. Die aus der Klasse werden das gesagt haben. Wahrscheinlich auch die Eltern von denen aus der Klasse, weil die halt nicht wollten, dass ihre Kinder verprügelt werden. Bis auf ein oder zwei. Ja, und im Prinzip bin ich dann in eine andere Klasse geschoben worden. Das Geile daran ist, bis auf zwei oder drei Leute war ich dann eigentlich komplett mit Leuten aus der siebten Klasse, also die eigentlich in der siebten Klasse gewesen wären, in der Schule. Aber man muss dazu sagen, er ist jetzt von der siebten in die achten Klasse gekommen, war aber mit Leuten aus der siebten, die in der siebten sind, in der Schule, in der Klasse dann. Also war er dann doch quasi wieder in der siebenhalbten Klasse. Oder wie? Ist er wieder Pappen geblieben? Das hatte sich schon im Vorfeld teilweise in der 6., 7. Klasse ein bisschen geändert. Aber in der 8. Klasse hat man es dann richtig extrem gemerkt. Ich hatte zwei, drei Fächer, in denen ich unglaublich gut war. Reini, wir kennen deine Zeugnisse. Frühstücken und Pause machen sind keine Fächer. Du warst in keinem Fach gut. Du warst vielleicht in irgendwas mal befriedigend. Aber du warst nicht gut. Ohne dass ich gelernt habe, ohne dass ich was gemacht habe, habe ich da 1er und 2er geschrieben. Nein, das ist einfach gelogen, Reini. Dein Zeugnis war katastrophal. Du warst in keinem Fach gut. Du warst wirklich mal befriedigend, meistens ausreichend, Sport ungenügend, weil du nicht da warst. Und das war Biologie und Geschichte und Sozialkunde und solche, die ganzen Lernfächer, die mich interessiert haben. Da musste ich nichts machen dafür. Die habe ich einfach auswendig gekonnt. Die hatten wir hatten das durchgenommen und eine Woche später haben wir einen Test geschrieben. Ich habe ein 1 gehabt. Ja, genau. Reini hat eine 1 gehabt, hat dann die Noten am Ende bekommen und dann auf dem Zeugnis stand wieder eine 4. Schauen wir uns das Ganze doch mal an, wo denn die ganzen 1er und 2er geblieben sind. Reini im Fach Ethik, befriedigend, okay, Deutsch ausreichend, wahrscheinlich mit sehr viel Wohlwollen. Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde, befriedigend, Physik, Chemie und Biologie, befriedigend. Mathematik, ausreichend. Auch weiß ich nicht, wie er daran gekommen ist. Dann Lernbereich Berufs- und Lebensorientierung, Theorie ausreichend, gewerblich-technische Praxis befriedigend. Dann Fächer, ja, Musik befriedigend, Kunsterziehung gut, also Bildchen malen konnte, Sport ungenügend. Jetzt erzählen wir mal, wo sind denn jetzt hier die Einser und Zweier, die du in den Klausuren hattest, so locker? In Kunsterziehung weiß ich nicht, ob ihr da Klausuren geschrieben habt. Ich glaube nicht, dass ihr da irgendwelche Theorie durchgenommen habt. Ihr habt doch wahrscheinlich Bildchen gemalt. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ohne dass ich gelernt habe dazwischen. Oder Hausaufgaben gemacht oder so. Ja, man merkt halt an deinen Noten, dass du zumindest nicht gelernt und keine Hausaufgaben gemacht hast. Das kann man anhand des Zeugnisses gut feststellen. Ich weiß es nicht genau, aus welchem Jahrgang das war. Es war recht spät schon, aber da er ja gerne mal in der siebten, dann in der siebten halben Klasse war, kann ich das nicht unbedingt zuordnen. Und wir hatten das zwischendurch mal so gemacht, ich weiß nicht, ob man das auch in anderen Schulen macht, bei uns hat man das ab und zu mal gemacht, so, wir haben zwischendurch mal einen Quiz gemacht. Ne? Da wurde dann quasi, an die Tafel wurde dann ein Raster gestellt mit verschiedenen Fragen und so weiter. Und dann musste man sich als Gruppe zusammensetzen, da waren dann 4, 5 Leute in der Gruppe. Und das war das einzige Mal in der Schulzeit, dass sich Leute um mich gestritten haben, wer mich in der Gruppe haben will. Und dann habe ich mich halt selber dafür entschieden, in welche Gruppe ich gehen wollte, weil ich einfach die Wahl hatte.
Und das war bei nichts anderem der Fall. Wobei doch beim Sport war das auch der Fall, wenn es um kräftige Sachen ging, ja, wo man Kraft brauchte, zum Beispiel. Ja, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwo ein Reck hingestellt werden musste, dann musste irgendeiner das halt aus dem Lager holen und dafür wurde Rainer gerne genommen. Das kann ich mir schon vorstellen. Da haben die Lehrer sich dann den Rücken nicht kaputt gemacht, das wurde dann von Reini gemacht. Und ich frage mich gerade, welches Wissen bei einem Quiz abgefragt wird, wo Reini hätte auftrumpfen können. Ging es dabei um Mangas und Animes? Ich glaube, sonst wird es schwierig. Ich glaube nicht, dass es da um Politik ging. Ich glaube nicht, dass es da um Lerninhalte ging. Und erst recht nicht um biologisch-medizinische Fragen. Oder gab es da bei dem Quiz solche Fragen wie, ist die Haut ein Organ? Hättest du wahrscheinlich nicht so gut abgeschnitten. Also Ringer-Team und so ein Zeug, wo man mal so an Ding machen mussten. Und für solche Sachen haben die mich dann immer geholt. Aber ansonsten, Fußball mochte ich nicht. Da wollten sie mich auch immer dabei haben, weil ich dann auch gar nicht so schlecht war in der Schulzeit. Reini, du hattest in Sport ungenügend. Also, ich weiß nicht, wie du es noch schlechter machen willst. Ist schwierig. Aber da mochte ich nicht mitmachen, weil Fußball mochte ich nicht. Basketball war ich natürlich. Er mochte nicht mitmachen. Reini, es war Unterricht. Das war jetzt keine Wahlstunde. Keine Wahl zwischen Pause machen und Sport. Ich war der Größte war oder der Zweitgrößte, ne doch, ich war der Größte in der Klasse. Der Zweitgrößte war dann der René. Wie stolz er darauf ist, dass er der Größte war. Reini, es ist nichts Besonderes, der Größte zu sein in der Schulklasse, wenn man mit Abstand der Älteste ist. Wie auch immer. Ab und zu mal drücken, dass der Bildschirm anbleibt vom Laptop. Na gut. Ja, jetzt sind wir von der Zeit her. 12 Minuten. In der 9. Klasse ging es dann doch noch besser ab, weil ich kam zwar mit teilweise Leuten aus der 8. Klasse gar nicht zurecht, aber in der 9. Klasse, da hatte ich dann die gleichen Schüler ja dabei, aber es ging dann ein bisschen besser. Und ich muss im Endeffekt auch sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich dann in die 8. Klasse gekommen bin, in die andere Schulklasse, weil nämlich der Lehrer aus der 7. Klasse, der hatte permanent irgendwelche Probleme. Einmal hatte er das Problem, dass er einen Schüler hatte, da war dann die Polizei in der Schule und. Ach nee, Quatsch, das war noch in meiner Zeit. Reini, das warst du, oder? Dieser eine Schüler, mit dem er Probleme hatte. Und Herr Müller war nicht begeistert, dass er schon früher kommen musste. Wir hatten nämlich einen Schüler in der Schule, der nämlich Drogen genommen hat und alles. Und auch verkauft und alles, so weiter. Und dann gab es aber noch den. Ich habe jetzt den Zusammenhang nicht verstanden. Der Lehrer hatte Probleme. Du warst froh, dass du mit dem nichts zu tun hattest, weil es gab irgendeinen, der Drogen verkauft hat, in der Schule Drogen genommen hat und die Polizei war da. Wo ist da denn der Bezug zu dir? Den hast du jetzt irgendwie rausfallen lassen. Oder muss man sich da einfach dazu denken? Genau, in der 8. Klasse war es dann so, dass wie wir in der Schule waren, hatte der permanent Probleme zu Hause mit seiner Frau und seiner Tochter irgendwie. Und die gerade erst geboren wurde und alles, keine Ahnung, die war dann krank. Ist ja auch verständlich, dass er dann Probleme hat und sich Sorgen macht oder teilweise fehlt. Aber die hatten in der 7. Klasse so gut wie nie einen Lehrer. Der Lehrer war fast immer weg. Die waren dann zwar. Die? Reini, hast du nicht gesagt, das war deine Klasse und du bist danach in die andere gekommen? Hast du dich da nicht mit dazugezählt zu der Klasse, zu der du gehörst? Warst du so selten da? In der Klasse und haben dann zwar irgendwelche Aufgaben gekriegt, die sie gemacht hatten oder machen mussten, aber da war dann im Prinzip keiner da, der aufgepasst hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass ich dann in einer anderen Klasse war, weil wäre ich nämlich in der Klasse gewesen, ich garantiere euch, ich hätte mich hingesetzt und den ganzen Tag Gameboy gespielt. Das heißt, ich hätte dann am Ende von der Schule in der 9. Klasse, am Abschluss, bei der Abschlussprüfung hätte ich dann wahrscheinlich gar keine guten Noten geschrieben oder gar keine Noten geschrieben, weil ich dann einfach alles verkackt hätte. Ja, Reini, aber zum Glück ist es ja anders gekommen. Du bist in eine andere Klasse gekommen. Du hast super Noten geschrieben, hast deinen Hauptschulabschluss nachgemacht, eine Ausbildung, hast danach noch studiert und bist jetzt der Kaiser von China geworden. So oder so ähnlich ist es wahrscheinlich in Reinis Kopf. Und ja, wir hatten Abschlussprüfungen. Weil es auch immer erzählt wird, du hast gar keinen Abschluss, doch habe ich. Ja, aber keinen Hauptschulabschluss, oder? Du hast irgendein Abschlusszeugnis von der Sonderschule, damit sie dir irgendwie einen Zettel am Ende mitgeben konnten. Genau, in der 9. Klasse gab es dann, in der 9. Klasse ging es dann weiter.
bei ihm auch in der Schule. Also die hatten die 8. und die 9. Klasse fast keinen Unterricht in der Hinsicht. Die hatten zwar trotzdem alle ihre Prüfungen geschafft. Aber Reini geht davon aus, dass er es nicht geschafft hätte. Warum auch immer. Gut, Gameboy ist halt spannender als Schule. Weil die trotzdem irgendwie hier und da was hatten. Aber im Prinzip jedes Mal, wenn man aufs Klo gegangen ist oder jedes Mal, wenn man bei denen vorbeigekommen ist, jeden zweiten Tag hatten die keinen Lehrer. Reini, ich glaube, das ist auch wieder nur deine Wahrnehmung. Ich weiß es nicht, wie das auf der Sonderschule ist. Es mag an dem etwas niedrigeren Niveau liegen, was die da haben. Aber hat man da keine Fachlehrer? Man hat doch Klassenlehrer, die einen auch in ein, zwei Fächern unterrichten und dann geht man halt zu anderen Lehrern, die irgendwie spezielle Fächer haben, oder? Oder kann da jeder so ein bisschen was und das wird schon irgendwie reichen? Ja, ansonsten war es dann eigentlich ab der 7., 8. Klasse ging es eigentlich nach bergauf, auch was die Schüler anging, weil ich teilweise auch schon in der 6. Klasse, ich musste 6., 7., 8., 9. Klasse, musste ich nicht mehr in den Pausenhof runter, was dann für viele Probleme, die es da gegeben hat, gesorgt hat, dass es gar nicht erst passiert ist. Du musstest nicht mehr in den Pausenhof? Also, du musstest jetzt nicht mit anderen Kindern wieder agieren. Du hast da wieder so eine Ecke gefunden, irgendwie so eine Art Oberstufenraum, in den du dich da setzen konntest mit deinem Gameboy und wieder mit keinem irgendwas zu tun haben musstest. War mir persönlich ganz recht. Ab der 8. Klasse hatte ich einen tragbaren DVD-Player, den habe ich dann während der Schule, also während der Pause und während der Fahrt in die Schule und die Schule zurück, was jeweils eine Stunde gedauert hat, habe ich dann immer schön DVD geschaut oder Film geschaut oder irgendwas gemacht. Ja, ich hatte damals zum Beispiel auch eine Fahrt zur Schule, die hat ungefähr eine Stunde gebraucht. Für die Strecke. Ja, aber Rüdiger hat damals mit seinen Schulkollegen einfach Skat gekloppt. Das war unterhaltsam. Hab mal was mit anderen Menschen gemacht, Reini. Hättest du vielleicht auch machen können. Aber, na gut, er hat den tragbaren DVD-Player und war in seiner eigenen Welt. Ja. Ja, ansonsten, es gab dann in der 8., in der 9. Klasse gab es dann die Situation, dass man uns Schülern angeboten hat, ein Quali zu machen. Und zwar wäre das lächerlich gewesen, ja, aber es ging damals darum, dass wir hätten, weil wir hatten ja neben unserer Schule hatten wir noch eine Hauptschule, und der Religionslehrer meinte, dass er mit der Hauptschule den Deal hat, dass man quasi einen Hauptschulquali machen kann von Religion. Wäre lächerlich gewesen an sich, aber ich habe mir gedacht damals, das war mein Gedankengang, ich habe mir damals gedacht, ist nur Religion. Aber wenn ich einen Quali in der Religion schaffe, dann habe ich zumindest einen Quali. Das würde dann ein zukünftiger Arbeitgeber zeigen, dass ich eben ja, gut dafür bin. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich eigentlich in einer recht religiösen Familie aufgewachsen bin. Also die Hälfte meiner Nachbarschaft ging ständig in die Kirche und kannte sich mit der Kirche aus. Ich bin von klein auf durch meine zwei Tanten und durch andere Leute in meiner Familie, durch meine Oma, bin ich sehr viel in der Kirche gewesen. Ich habe konfirmiert, weil ich bin evangelisch, eigentlich. Ja, und damals habe ich gesagt, ich habe mich damals gemeldet, habe gesagt, ich würde das gerne machen. Jetzt ist für mich die Frage, was genau ist denn ein Quali in Religion oder generell ein Quali? Er hat das ja gerade mit der Hauptschule in Verbindung gebracht. Ist das dann irgendwas, was man, ein Fach, was er an der Hauptschule hätte irgendwie besuchen müssen? Oder wäre es eine besondere Qualifikation gewesen, die ihm halt den Zugang zur Hauptschule ermöglicht hätte? Ich habe es jetzt überhaupt nicht verstanden, was das sein soll. Ich habe jetzt gerade mal nachgelesen. Das sieht für mich so aus, ob das der Mittelschulabschluss in Bayern oder der Hauptschulabschluss ist. Aber dafür muss man halt eine Prüfung ablegen in mehreren Fächern. Deutsch, eine Fremdsprache, Mathematik und irgendwie noch eine Projektarbeit machen oder sowas. Und Reini erzählt hier irgendwas von Religionsunterricht, dass er da ein Quali machen wollte. Ich glaube, er hat da irgendwas nicht ganz verstanden wieder. Und ich frage mich halt auch, welchen Abschluss er da hat.
Er hat halt mit dem letzten Zeugnis wahrscheinlich noch einen Zettel bekommen. Ja, sie sind jetzt fertig auf der Schule, es kommt ja nichts mehr. Suchen Sie sich was anderes. So. Ja, der Religionslehrer war ein riesiges Arschloch. Ja, Reini, so wie alle anscheinend. Deine Eltern haben dich schlecht behandelt, haben dich irgendwie ausgestoßen. Die Mitschüler, die Lehrer und jetzt vor allem der Religionslehrer. Ich meine, Reini, er hat vielleicht angeboten, dass irgendeins dieser Fächer, wo er was hätte bestehen müssen, Religion sein kann oder die Projektarbeit vielleicht in Religion machen kann. Aber wahrscheinlich hätte sich Reini, wie er so daneben benommen, oder er hätte selber was machen müssen und hat es einfach nicht getan, dass der Lehrer am Ende keinen Bock drauf hatte. Das kann ich mir halt eher vorstellen. Oder ist ein riesiges Arschloch. Wir hatten nämlich ab der 8. Klasse keine Religion mehr, sondern Ethik. Beim gleichen Lehrer. Ach, ihr hattet Ethik. Dann hattet ihr Ethik. Ja, dann kann man sich ja vorstellen, von welcher Klasse das hier stammt. Erklärt auch, warum da nichts mit Religion drauf ist. Ethik halt. Ja, hast du eine 3 gekriegt. Konntest du da keinen Abschluss drin machen? Kein Quali? Und das Geilste an dieser Aktion ist, dass damals, als gefragt wurde, ob wir Religion abwählen wollen und dafür Ethik machen, ich mich gemeldet habe, dass ich Religion machen möchte. Aber stattdessen wurde, weil die Mehrheit für Ethik war, Ja, so ist das manchmal. Wenn die können halt keine Klasse aufmachen für eine Person auf der Schule. Und wenn die Leute da halt abstimmen müssen, was gewählt werden soll, ist es halt blöd, wenn man da alleine steht. weil hier irgendwie total die rassistische, nicht rassistische, total die, wie heißt das? Ja, irgendwie bist du gerade aber wieder ganz auf dem falschen Pfad. Aber du weißt ja auch nicht, was das Wort, glaube ich, bedeutet. Oder wie war das mit Etzala? Nicht rassistisch, das ist falsch. Weil wir total die, nicht narzisstisch, sondern weil wir voll die, verdammt. Ja, das Wort, er meinte wahrscheinlich irgendwas Richtung Demokratie vielleicht, dass alle mitentscheiden dürften, dass ihr da gleichberechtigt abgestimmt habt, dass jeder eine Stimme hatte und nicht Reini, das höchste Wesen, der alles entscheiden durfte, leider. Also für ihn leider. Mir fällt der Name nicht ein. Weil ihr voll die satanistische Gothic Metal, weißt du nicht was. Okay, jetzt dreht er komplett am Rad. Es ist vorbei. Wann? Nee, es gab bei uns einfach viele Leute, die keine Religion mochten in der Klasse und auch in der 9. nicht. Und deswegen hatte ich 2 Jahre lang keinen Religionsunterricht, obwohl ich den eigentlich wollte. Weil ich kannte mich damit aus. Ich bin ja damit aufgewachsen, mein Leben lang. Habe eine Kinderbibel als Kind gehabt und ich war. Ja, aber Reini, eine Kinderbibel haben und eine Kinderbibel lesen und eine Kinderbibel verstehen sind auch noch mal ganz unterschiedliche Sachen. Ich war sogar bei einer Schwester. Es gab. Deiner Schwester bei Ramona und hat sich das religiös gebildet? Oder meinst du jetzt eine Nonne? Alle paar Wochen gab es mal so einen Religionsunterricht bei einer Schwester. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Das war ein paar Ortschaften weiter. Da hatten uns unsere Tante immer, da haben uns 2 unserer Tanten immer mitgenommen. Entweder die eine oder die andere. Und deswegen. Ja, das waren Teufelsaustreiberinnen mit Sicherheit. Deine Tanten haben dich da hingeschleppt und haben gehofft, dass es dann irgendwann besser mit dir wird. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Bin ich damit aufgewachsen. Ich kannte mich damit auch recht gut aus. Ich kannte auch die Geschichten von. Ich kannte viele Sachen aus der Bibel fast auswendig. Weil wir damit aufgewachsen sind. Wir sind so erzogen worden. Und der Lehrer sagt eiskalt so zu mir: Ja, du würdest das Quali eh nicht schaffen. Ja. Ich weiß nicht, wie kompliziert so ein Quali ist. Ich weiß ja nicht mal genau, was es überhaupt ist, wovon Reini da redet. Aber ich gehe davon aus, dass deine Lehrer dich damals besser einschätzen konnten als du dich selber. Oder du dich heute einschätzen kannst. Oder du dich heute einschätzen kannst, wie du früher drauf warst. In der Schule, dass es schlecht war. So habe ich gesagt: Hä, wieso? Ja, du hast seit 2 Jahren keinen Religionsunterricht, ist du selber schuld? Ich sagte: Was bin ich schuld? Ich habe mich damals dafür ausgesprochen. Das hat er mit Sicherheit nicht gesagt, wenn darüber abgestimmt wurde. Aber vielleicht hättest du einfach dann einen in Ethik machen können oder weiß der Henker was. Oder es ist kompletter Unsinn, den du da uns da erzählst. Dass wir Religion haben, nicht dass wir Ethik haben. Ja, im Prinzip war das auch wieder so eine. Es war eines der vielen Chancen in meinem Leben.
Das ist eines der vielen Punkte in meinem Leben, wo ich... Oh, da hat er geschnitten. Komisch. Wenn er mit dem Taschentuch am Anfang rumpopelt, sich an der Nase kratzt, das kann man drin lassen. Ich frage mich, was er jetzt gerade erzählt hat, dass er der Meinung war, das musste unbedingt raus. Ich eine Entscheidung nicht treffen konnte, weil andere Leute die Entscheidung für mich getroffen haben. Reini, es gibt aber immer mehrere Möglichkeiten. Du hättest dich auch danach fortbilden können. Du hättest auch deinen Hauptschulabschluss irgendwie nachmachen können. Du hättest eine Berufsausbildung machen können. Früher noch. Heutzutage, der Zug ist abgefahren. Du machst gar nichts mehr. Na gut. Ich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video, beim nächsten Stream wieder mit dabei. Bleibt sauber. Bleibt anständig. Macht keine Scheiße. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video, beim nächsten Stream. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Blöde Fliege, hau ab. Ja, die Haterfliege ist auch da. Wie schön. Ja, wilde Geschichten, Reini. Ob wir das alles so glauben sollen, ich weiß es nicht. Das große Opfer Reini, was von seinen Mitschülern wieder verprügelt wurde, es ist fantastisch. Unglaubliche Geschichten, unglaubwürdige Geschichten. Er hat auch angeblich ein Abschlusszeugnis, was wahrscheinlich auch nur sagt, ja, sie haben hiermit die Sonderschule abgeschlossen. Aber die erste Qualifikation, die eigentlich ja so einen richtigen Wert hätte, wäre wahrscheinlich dann der Hauptschulabschluss gewesen. Das ist ja auch das, womit man sich dann normalerweise bei einer Berufsschule bewirbt. Ich meine, man kann vielleicht auch mit so einem Sonderschulzeugnis sich da bewerben, aber wird wahrscheinlich dann schwieriger bei einem Unternehmen da einzusteigen und eine Berufsausbildung zu bekommen. Gut, wir sind durch. Wirklich wildes, wilde Storys. Aber wir haben es geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Abo abschließen oder einen Daumen hoch da lassen oder einfach beides. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Ich lese sie alle. Und falls ihr bei meinem oder Reinis Gerede schon wieder vergessen habt, wo ihr hier eigentlich seid. Du heißt erst Rüdiger, heißt du? Genau, ihr seid beim Rüdiger.